Willkommen zur Kritik zu Steve Jobs. Die Film-Neuveröffentlichung diese Woche, die so gut wie kein Mensch sehen wird. Denn nicht nur verraten mir das natürlich die Zahlen, um die ich mich ausnahmsweise jetzt mal kümmern möchte. Eigentlich schiebe ich es meistens beiseite. Ich kümmere mich eigentlich erst rückwirkend, wenn der Film dann seinen kompletten Run hatte. Auch international drum, was er so an Geld eingefahren hat, ob es Flop war oder ob es ein Riesenhit war. Hier möchte ich kurz darauf eingehen, dass eben mir die Zahlen zu Steve Jobs, die wir von Übersee bereits bekommen haben, weil da hatte Steve Jobs schon seinen kompletten Run, der ist jetzt vorbei, der läuft jetzt nicht mehr wirklich in Kinos, da steht das Geld, das eingenommen wurde, jetzt fest. Das verrät mir einerseits, dass wahrscheinlich nicht viele Leute daran interessiert sind, den Film zu sehen, aber zumindest hier in Deutschland, eventuell auch im größeren Raum Europa, hat der Film natürlich die Schlappe hinzunehmen, jetzt in direkte Konkurrenz zu treten mit Spectre, der immer noch einen guten Lauf haben wird. Wie gesagt, auch da, klar, sagen mir natürlich die Boxoffice-Zahlen, das ist ein Riesenhit, das Ding. Also Spectre, das sind gute, ordentliche Blockbuster-Zahlen. Und insofern möchte ich mich kurz darum kümmern, dass Leute nicht interessiert schienen an Steve Jobs. Das mag, möchte ich meinen, daran liegen, dass die, ohne jetzt irgendeine Wertung abzugeben, ohne jetzt irgendwas vorwegzugeben, was ich jetzt über den Film dachte, gebe ich vollkommen zu, dass auch ich dazugehörte und meinte, das ist typisches Oscar-Bait. Für Leute, die nicht wissen, mit welchen typischen Filmen man die ebenso typische Zielgruppe der Academy Awards abfängt, es ist halt, reiche, weiße, alte Säcke müssen sich noch einmal konfrontiert sehen mit den großen Aufgaben in ihrem Leben, eventuell weltverändernd, das ist immer ganz, ganz wichtig für Hollywood, weltveränderndes Event, das ist immer, wie gesagt, ein zentraler Punkt, der da ganz, ganz wichtig ist, aber abseits dessen sich genötigt sehen, sich noch mit den Geistern aus ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, und ich möchte das nicht von der Hand weisen, dass das schon irgendwo ein zentrales Element war, wenn Steve Jobs trotz alledem, wie gesagt, die Thema-Begründung ist natürlich gleich. Weißt, beispielsweise King's Speech. King's Speech ist so, oder The Artist, oder Whiplash, oder ist es letzten Endes alles, praktisch entweder übertalentierte oder überreiche alte Säcke, sehen sich jetzt mit der jungen Generation konfrontiert oder müssen nochmal die Dämonen in ihrem Leben bewältigen, haben aber Übergroßes geschaffen. Und ich meine, ist klar, wie gesagt, die Zielgruppe der Academies sind halt nun mal überreiche alte Säcke, die entsprechend auch mit ihren Dämonen mittlerweile zu kämpfen haben oder sich genötigt sehen mit sich Leuten oder neuen jungen Regisseuren auseinanderzusetzen, die das Ganze jetzt natürlich komplett umkrempeln wollen. Aber sie doch die Erfahrung haben und bla und blub. Im Fall von King's Speech kann man das Ganze natürlich dann so in World War II Setting noch einbetten. Da muss man dann gar nicht die Antagonisten zwingend oder die Gefahr, die herrscht, etablieren. Da kann man einfach sagen, the Germans. Und dann ist klar, um was es geht. The Imitation Game beispielsweise. Wobei da Benedict Cumberbatch keinen reichen weißen alten Sack gespielt hat. Das war Oscar-Bait untypisch. Aber vollkommen egal. Wie gesagt, Leute wissen, was ich meine. Das ist so die typische Formel. Die greift hier auch bis zu einem gewissen Grad. Gebe ich jetzt schon mal vorweg und gebe ich zu. Aber zum Glück weiß ich dann noch anderes über diesen Film zu berichten. Dieser Film kostete 30 Millionen Dollar Budget. Unfassbar wenig für einen Film, der, wie gesagt, eben Oscar-Bait anstrebt und zusätzlich auch eben große Schauspielernamen fährt, aber vor allem auch, weißt du, Steve Jobs und Apple als Name und Thema hinter sich stehen hat. Ich meine, das ist schon, das mit nur 30 Millionen Dollar zu drehen, das ist ja praktisch das alleinige Budget von Michael Fassbender und Kate Winslet. Ich meine, der Rest ist ja praktisch dann auf lau gebucht oder weiß ich nicht, wie ich mir das vorzustellen habe. Echt, also erstaunlich. Sowas, ich meine, klar gibt es jetzt natürlich auch selbst Blockbuster, vor allem die eben mit Found Footage operieren, die auf totaler Sparflamme dann gekocht sind, aber normalerweise, wenn man jetzt so einen Film released oder überhaupt produziert, möchte ich meinen, hat man in der Regel eigentlich so, ich kann ja beispielsweise Live Research an der Stelle kurz gucken, was der kommende Bridge of Spies gekostet hat beispielsweise. Der, denke ich, wird mit wesentlich
höheren Kosten zu Buche geschlagen haben. Ah, doch nur 40 Millionen. Gut, da möchte ich nichts gesagt haben, aber normalerweise so wenigstens 50 Millionen. Also 30 Millionen ist schon erstaunlich wenig. Was natürlich aber toll ist, wenn man keine großen oder gar keine Special Effects zu verantworten hat, wie sehr man da mit reiner Schauspielerei doch noch einsparen kann. Weißt du, und Sets und da bucht man sich dann einfach irgendeine Halle, wo dann Steve Jobs da hinter den Kulissen rumrennt und schon kann man sowas mit 30 Millionen auf die Beine stellen. Finde ich eigentlich toll. Nein, aber normalerweise kosten solche Produktionen so 50, 60 Millionen Dollar. Und um einen Film rentabel zu machen, hat er eigentlich in der Regel, naja, das Doppelte seines Budgets einzufahren. Also mindestens international alles in allem. So, Steve Jobs, 30 Millionen Dollar. Ratet mal, was das Teil... Also jetzt vollkommen unabhängig von seinem Budget, das ist jetzt gar nicht mal wichtig, sondern ein Film von dieser Magnitude hat eigentlich, finde ich, so locker so, also mindestens so 30, 40 Millionen Dollar in seinem Weekend einzuspielen oder insgesamt dann in seinem gesamten Run. Beispielsweise nehmen wir, vielleicht ist ein gutes Beispiel, Crimson Peak. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht total verschätze. Nee, schauen wir mal, was Crimson Peak so gekostet hat. 55 Millionen Dollar? Ich sag, sowas kostet eben so ein Film ungefähr. Und spielte jetzt zumindest in Amerika 30 Millionen. Ich meine, der Film war ein Flop, okay? Ich meine, auch Crimson Peak ist ein Flop. Aber deshalb 30 Millionen Dollar. International wenigstens 70 Millionen Dollar. Steve Jobs hat bisher eingenommen 16 Millionen Dollar. Das ist einer der krassesten Flops, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, du. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht ein unbedingt finanzieller Flop, ich meine auch, aber ich meine, das gleicht sich natürlich durch das geringe Budget wieder aus, aber ich meine, das ist budgetunabhängig, das hat einen riesen Titel, riesen Schauspieler, 16 Millionen Dollar, das ist totaler Wahnsinn. Also sehe ich ein, Leute haben keinen Bock auf diesen Film. Um jetzt auf die Pointe zu kommen, das ist sehr, sehr schade. Weil das ist einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Jetzt ist der Punkt, ich habe nicht viel zum Film zu sagen, weil warum ich diesen Film so toll fand. Ich meine, natürlich abgesehen von der Schauspielerei und den Dialogen und den Konflikten und der Idee des Films, der Aufbereitung des Films, worüber wir uns jetzt hauptsächlich dann unterhalten werden. Aber ich sag, all dem, was das Stageplay, die Regie, das alles, ich meine, klar, alles top-notch. Also ich meine, das ist natürlich so die grundlegenden Dinger, dass ich dem Teil zumindest eine 6 von 10 geben könnte. Okay, also ich meine, das ist alles toll gemacht und der Danny Boyle ist ein super... ich denke, das ist vielleicht vielen Leuten nicht bewusst. Ja, das ist ein Danny Boyle-Film. Hat man jetzt auch nicht wirklich gemerkt, finde ich, während des Anschauens des Films. Aber da ist natürlich Professionalität dahinter. Da ist jemand da, der hat Ahnung, was er macht. Das ist klar. Also ich meine, allein das wäre jetzt wahrscheinlich schon durch die Bank weg eine 6 von 10 wert gewesen. Jetzt ist aber die Frage, warum gebe ich dem eine phänomenale 8 von 10 Punkten? Und das ist eine reine persönliche Präferenz von mir, gebe ich ganz ehrlich zu. Denn Leute, die mich schon länger sehen, wissen, ich hasse Biopics. Warum? Weil sie ein systematisches, total gefangennamensloses, ich meine, das ist ein Scheißwort, aber ich hoffe, dass Leute wissen, was ich meine. Es ist Runterklappern von Events, die passiert sind. Und das Problem ist halt nun mal einfach, und das ist auch immer ein Problem mit Biopics, das ich habe, dass ich Leute hauptsächlich, und ich meine, klar hat sich das Steve Jobs ist auch ein bisschen anzurechnen, aber das Problem mit Biopics ist für mich immer, ihr habt diese Geschichte nicht geschrieben, sondern das zufälligerweise hat das Leben diese Geschichte geschrieben. Und erstens, sich daran zu bedienen, ist schon mal keine wirkliche Leistung. Die Leistung würde eigentlich darin liegen, das eben in einen guten Film umzuwandeln. Dabei sollte man aber nicht allzu viel neu dazu dichten oder kompletten Schwachsinn zum Teil erfinden, um dann einen total generischen Spannungsbogen eben zu knüpfen. Oder halt das dann, oh nein, aber da hat er dann die Liebe seines Lebens gefunden und wieder verloren. Und beispielsweise Patch Adams oder wie der hieß mit dem mittlerweile verstorbenen Robin Williams, war ja, dass sie praktisch einen eigentlich schwulen Partner, den die Hauptfigur hatte,
zu einem ganz normalen weiblichen Love Interest gemacht haben. Und ich denke mir, the fuck? Und das ist halt typischer Hollywood-Bullshit, der in solchen Biografien vorherrscht, dass halt alles auf den geringsten gemeinsamen Nenner gebracht wird, dass es auch noch der letzte Trottel kapiert, was jetzt eigentlich der typisch generische Hollywood-Konflikt ist, der hier abgeklappert wird. Und deswegen hasse ich Biopics in der Regel. Jetzt gibt es aber Ausnahmen, wie beispielsweise der vorletztes Jahr veröffentlichte Rush, den ich ganz, ganz toll fand, weil er sich fast, also hundertprozentig, aber so genau, wie ich es noch nie gesehen habe in einem Biopic, wirklich an die Fakten gehalten hat, respektive einer meiner absoluten Lieblingsfilme oder eines meiner absoluten Lieblingsbiopics, Good Night and Good Luck. Müssen jetzt Leute gar nicht wissen, informiert sich selber drüber, um was es da geht. Aber das ist auch, dass ich praktisch, das ist praktisch 1:1, so wie es passiert ist. Da wäre es dann zwar angebracht, da eine Dokumentation vielleicht drüber zu machen, aber es ist besser als gar nichts. Das weiß ich sehr zu respektieren, wenn praktisch sich eine verfilmte Biografie sagt, wir möchten Leute zumindest definitiv informieren. Oder Apollo 13 war auch eine super Sache. Tolle Verknüpfung zwischen, weißt, leichtherzigen, vielleicht sogar komplett erfundenen Hollywood-Szenen und dem, was faktisch wirklich passiert ist. Und insofern ist es, finde ich, halt eben, wie gesagt, immer schlecht, jetzt einen ganzen Lebenszyklus, meine Zunge versagt mir langsam zu so später Stunde, einen ganzen Lebenszyklus zu verfilmen. Keine gute Idee im Fall von Steve Jobs. Denn über so eine lange Spanne hinweg schreibt das Leben oft nicht gute Hollywood-verfilmbare Geschichten. Das ist halt nun mal so. Spannungsbogen, ähnliches, Fiktion, Movie Magic. Also was macht man? Man versucht so einen Film nicht unbedingt der Geschichte gerecht zu werden, sondern der alleinigen Figur, die porträtiert wird. Und das haben sie meisterhaft geschafft mit dem Film. Aber wie gesagt, weswegen ich 8 von 10 Punkte geben kann. Klar, viele Leute werden sagen, hey, das Gespräch, das da stattfand und das, was hier passiert ist, das fand da und so gar nicht statt, sondern irgendwo anders, ein bisschen anders. Das ist nicht wichtig. Das Wichtige ist es, dass es passiert ist und das Wichtige ist, dass es diesen zentralen Konflikt gab. Und das Fantastische an diesem Film ist, dass es ist kein Abklappern. Dieser Film ist praktisch, was wäre, wenn Steve Jobs in Birdman wäre? Und wie gesagt, Leute wissen, ich liebe Birdman. Ich meine, Birdman hat auch seine Probleme. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Steve Jobs besser als Birdman. Aber Birdman hat so seine Probleme, indessen, dass das Pacing leicht absackt oftmals und der Fokus komplett verschwimmt, indessen, dass, oh nein, jetzt geht's auf einmal um Emma Stone und Edward Norton, wie die dann oben auf der Bühne knattern. Und ich denke mir, wen interessiert das? Und das ist halt, wie gesagt, wirklich totaler Fokusverlust zum Teil gewesen und Steve Jobs ist phänomenal indessen, wie er, das ist einer der konfliktfokussiertesten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Es geht wirklich nur, das sind die Probleme von Steve Jobs. Und all diese Probleme regnen ihm praktisch hinter der Bühne in sein Kämmerlein rein. Und alle wollen was von ihm und alle suchen den Konflikt und alle lassen nicht locker. Und vor allem werden all diese Probleme zentriert in die drei wichtigsten Phasen, die Steve Jobs in seiner Karriere zu durchlaufen hat. Wirklich, dieser Film spielt lediglich in den drei Phasen zu Anfangs, als er neu sich von Apple oder halt dem Apple löste und den Macintosh einführen wollte. Dann, als er sich zwangsläufig trennte von Apple, Apple so langsam absackte, langsam ein bisschen den Markt sich nicht mehr zurechtfand. Ähnlich wie Nintendo jetzt, möchte ich meinen. Einfach die Visionäre verlor und eben vor allem Steve Jobs und keine Ahnung mehr hatte, wie man Leute mit neuen Produkten auch eben abholen konnte, weil man ihnen einredete, sie brauchen es. Und dann er eben neu auf den Markt drängte mit dem Black Cube oder was das war, mit seiner Firma Next, die dann aus Verzweiflung mit praktisch dieser Restinsolvenzmasse von Apple dann übernommen wurde. Insofern er dann wieder eingespannt wurde für den iMac. Das ist, wo der Film endet. Nicht mit scheiß iPod, nicht mit scheiß iPad, nicht mit all diesem Gedöns, nicht mit iTunes, nicht mit einem iPod,
sondern mit dem iMac. Und es ist auch komplett unrelevant, wo dieser Film endet, denn der Film beschäftigt sich nicht irgendwie mit Steve Jobs privaten Leiden, also mit seinem Krebs, meine ich indessen. Auch der Konflikt eben mit seiner Tochter und dass er sie nicht anerkennen wollte, wird entgegen dessen, dass mir so viele Leute sagten, also oder halt Kritiker, die ich gerne schaue, oh nein Gott, das ist viel zu viel Fokus da drauf und das war doch eigentlich nur eine Marginalie in dessen, was Steve Jobs so groß gemacht hat. Nein, ich finde, sie haben das ordentlich zurückskaliert. Es ist halt nun mal ein wichtiger Punkt und sie haben das alles so toll integriert. Auch, dass er damals adoptiert wurde, dass seine Eltern ihn praktisch weggegeben haben. Eventuell aus dem Grund oder auch nicht, weil seine Eltern, also seine ursprünglichen Eltern eigentlich immer wollten, dass es Steve Jobs besser geht, als sie es ihm hätten bieten können. Es wird so ein bisschen angedeutet und ähnliches, was ihn immer rumtreibt, was immer irgendwie in die Dialoge eingebaut wird, dass Leute ihn dann damit konfrontieren, weil sie wissen, dass das so eine Druckstelle bei ihm ist. Das war, ich denke, Leute merken die Euphorie, die ich diesem Film gegenüber habe. Deswegen vergesse ich so ein bisschen die festen Punkte für mich zu legen, was ich jetzt eigentlich zu besprechen habe. Nein, wie gesagt, dieser Film weiß das famos umzusetzen. Ich sag, tolle Drei-Akt-Struktur. Ich meine wirklich, also ich meine praktisch Drei-Akt-Struktur, wie es im Buche steht. Wir haben drei Akte. Wir haben diese drei festen Punkte. Und das war so eine clevere Idee. Du hast praktisch wirklich, Steve Jobs steht jedes Mal vor einer Präsentation und es ist so. Es ist so ein Druck dahinter. Weißt du, du hast sofort direkten Druck. Hier, du weißt, praktisch Zeitdruck. Wir müssen das fertig machen. Scheiße, wir haben nur noch 30 Minuten. Der Film, das ist praktisch ein Actionfilm. Das ist praktisch ein verfickter Actionfilm. Es ist nur keine Action da, aber es hat das Pacing wie ein Actionfilm. Das hat praktisch das verfickte Pacing von Mad Max Fury Road. Und es ist praktisch ein Film, in dem nur Leute miteinander reden. Und ich meine, das ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sowas jemals schon mal gesehen habe. Dieser Film lässt keine Minute locker, kein einzig ruhiger Moment. Und warum? Weil es wahrscheinlich in Steve Jobs Leben genauso ausgeschaut hat. Und das fand ich cool. Es war mal was anderes. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Das fand ich war einfach so phänomenal, dass ich finde, das ist die Essenz, was ein Biopic sein sollte. Fokussier dich auf feste Momente. Nicht auf das ganze scheiß Leben, nicht wie wurde Steve Jobs geboren. Wen interessiert das jetzt im Nachhinein noch? Absolut niemanden. Und auch nachdem er den Film gesehen hat, interessiert das niemanden. Aber ich bin jetzt daran interessiert, mir all diese Konflikte durchzulesen auf Wikipedia, wie das eventuell wirklich war, was der Film alles übernommen hat, wie viel davon stimmt. Vermutlich viel, nehme ich an, so wie es der Film wirklich ordentlich porträtiert hat. Aber wie gesagt, eben noch mehr dazu zu lernen zu diesen Konflikten, was der Film eventuell nicht aufbereitet hat, wer Steve Jobs war. Da wurde ich jetzt heiß gemacht durch den Film. Das kann ich von den meisten Biopics nicht sagen. Und damit ich mich nicht zu sehr verzettel, möchte ich einen kurzen Cut an der Stelle machen und wie gesagt, Leuten eben einfach an die Hand geben, dass, wie gesagt, der Film hat mich einfach angefixt. Der Film hat mich einfach angefixt, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ich finde, das sollte ein Biopic tun. Es sollte ein Tribut sein an das, was diese Leute, die porträtiert werden, wirklich geleistet haben. Das muss nicht hundertprozentig so sein, wie es wirklich war, aber es muss mich heiß machen darauf, herauszufinden, wie es wirklich war. Das hat ein Film zu leisten. Mich interessiert an Konflikten zu machen. Und das ist, was Filme leisten können. Und vor allem, wenn man sich schon anderer Leute Namen auf die Fahne schreibt. In dem Fall Apple, Steve Jobs und so weiter und so fort. Dann sollte man zumindest das leisten. Und ich finde, dieser Film hat es mit Bravour gemeistert, diese Aufgabe. Ich könnte mich nicht dran erinnern, dass ich schon jemals wirklich so einen Film gesehen habe. Abgesehen von Birdman halt. Also das war beeindruckend. Echt super. Und ich bin definitiv der Ansicht, das ist einfach trotzdem wieder mal eine tolle Stunde für mich als jemand, der diese Filme sehen muss. Denn ich bin gerade im Begriff für den Monat November praktisch eine komplette Buchführung zu betreiben bezüglich meiner Kosten, die ich hier habe auf YouTube. Warum ich das tue, da unterhalten wir uns am Ende des Jahres dann beim jährlichen Update drüber. Wird es natürlich wieder geben, dass ich Leuten schon berichte, wie es jetzt so lief und was für die Zukunft geplant ist. Da unterhalten wir uns, warum ich jetzt Buch führe über meine Kosten. Das ist ein Film, der hat mich jetzt 20 Euro gekostet. Ich war überhaupt nicht interessiert dran, den zu sehen. Wie gesagt, ich gehe wie andere Leute auch davon aus, das wird jetzt typisches Oscar-Bait. 20 Euro.
20 Ocken durfte ich dafür jetzt. 9 Euro allein für die Parkkosten. Warum? Weil das absolutes Kassengift ist, der Film, und deswegen ich zum Riesenkino in die Stadt musste, wo sie es auch ins allerhinterste Mini-Kino verbannt haben. Und ja, klasse, 20 Euro. Dementsprechend war ich jetzt drauf und dran zu sagen, okay, den verrechne ich jetzt komplett im Minus, den Film, weil ich war nicht interessiert dran. Der Film wird vermutlich auch nicht gut. Deswegen die 20 Euro, die verrechne ich komplett als praktisch als komplette Ausgabekosten. Weil normalerweise, nur damit ich das Leuten jetzt halt erklären kann, normalerweise mache ich das so praktisch, wenn ich jetzt einen Film im Kino sehe, weil ich berechne das praktisch hierfür, ich muss extra ins Kino. Normalerweise würde ich nicht ins Kino gehen, normalerweise würde ich warten, bis die Blu-ray rauskommt, mir dann die Blu-ray kaufen. Wenn jetzt praktisch ein Film rauskommt, der interessiert mich, ich kaufe mir auf Blu-ray, gefällt mir nicht, okay, dann kann ich ihn wieder verkaufen und kriege ungefähr das Geld wieder rein, was ich auch für einen Kinogang hätte. Also ein Film, der mich interessiert, aber mir am Ende doch nicht gefällt, der hat praktisch null Kosten bei mir. Der Film hätte es praktisch 20 Euro minus Kosten gehabt, weil ich gesagt hätte, okay, der Film, erstens, interessiert mich nicht die Bohne und zweitens wird er wahrscheinlich nicht gut. Also warum mache ich das überhaupt? Ach so, ja, okay, für das bisschen Kosten, was ich da bei Leuten wieder durch Werbung reinkriege, hier auf YouTube. Das gleicht das nicht aus. Also das kann ich Leuten definitiv sagen. 20 Euro gleicht das nicht aus. Insofern habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich verrechne das jetzt mit minus 20 Euro. Und ich habe jetzt gesagt, nee, ich verrechne den jetzt mit 0 Euro, weil das war es wert. Das, wie gesagt, das war es wert, diese 20 Euro auszugeben, um durch puren Zufall, entgegen aller Möglichkeiten, die es eventuell nur gab, dass dieser Film auch nur ansatzweise so gut hätte werden können, wie er jetzt geworden ist, Das ist es alles wert, dass ich wirklich die Chance hatte, diesen tollen Film zu sehen. Deswegen verrechne ich den mit 0 Euro. Oder rechne auch sogar noch zusätzlich. Ja, das muss ich mir noch überlegen, ob ich die dann fürs Plus reinrechne, dann noch die gesamten Werbekosten. Ja, ich denke schon, dass ich das machen werde, ja. Da kommt dann auch noch wieder ein bisschen was rein. Ja, also wie gesagt, Leute haben jetzt den Überblick, 8 von 10 Punkten, der Film wird wahrscheinlich locker dann, ja, in der Top 10 landen. Klar, also in der Top 10 sowieso. Nein, ich meine in der Top 5, weil ich glaube, ich habe erst 4 Filme mit 8 von 10 Punkten. Also definitiv raushauen tut es jetzt Avengers 2. Der war jetzt zuletzt auf Platz 10. Der wird jetzt gekippt. Ja, Steve Jobs. Klasse Leistung.